Ich lese das Solinger Tageblatt von Dienstag, den 6. November. Nachrichten aus Hirschheid stehen im Mittelpunkt. Die Zeitung hat leider nicht ganz so viel aus dem Bezirk Hirschheid, danach die Sozialnachrichten aus Solingen. Da gucke ich ein bisschen genauer drauf. Als erstes ein bekanntes Bild: Bundesnachrichtendienst gewährt Einblicke. Besucherzentrum der neuen Zentrale mitten in Berlin ist eröffnet worden. Das Bild kenne ich schon. Das ging auch schon vorher durch die Presse, kann ich einmal zeigen. So, Titelgeschichte ist: Verfassungsgericht kippt harte Hartz-IV-Sanktionen. So. Viele Schüler sind nicht fit am PC, steht hier noch. Defizite bei Achtklässlern, IG Metall will Garantien für Autojobs und Lufthansa geht gegen Streiks vor. Im Lokalteil, der leider immer noch grün überschrieben ist, was eine einzige Unverschämtheit ist, heißt es: Sportbränden bereiten der Stadt Probleme. Da geht es ums Sportwettencafé Monte Carlo und die Betreiberin Michaela Barretta. Nach einer rechtswidrigen Schließung fordert die Schadensersatz. Das sind bekannte Gesichter in Solingen. Ich wohne schon was länger in der Stadt. Die drei kennt man. Ansonsten sind hier schon Nasen abgebildet worden, mit denen ich überhaupt gar nichts anfangen kann. Die Zeitung war voll davon. Fand ich nicht gut. Verbände kritisieren Sparpläne. Im kommenden Jahr will die Stadt rund 2,5 Millionen Euro weniger für Hilfen zur Erziehung ausgeben. Lammert, Demokratien sterben durch Wahlen. Ein Herbstsymposium der Volksbank. Da hat wieder einer vollkommen die Scheiße gegriffen, warum Demokratien durch Wahlen sterben. Ist keinem klar. Der Lammert hat einfach einen an der Klatsche. So, ein Blick auf Seite 2. Die Karikatur ist leider wieder in Farbe. Jobcenter. Sanktionen, Hartz IV und aufpassen, Kollegin, nur noch 30% zudrücken. Naja, hat einen Bezug zur Titelgeschichte, die ich da gerade gezeigt habe. Das ist die Karikatur. In den Kommentaren heißt es: Hartz IV ganz ohne Sanktionen geht es nicht. Es ist Bezug zur Titel und zum Titelgeschichte und zur Karikatur: geht zu wenig, zu spät, zu teuer. Autogipfel ist auch ein Bezug zur Titelseite. Wo die Klimaschutzpläne weltweit unzureichend sind, interessiert auch keinen hier. Es ist kalt, Leute. Wird ein Blüte vorgestellt, brauche ich auch nicht. So, Fernsehen Seite 6. Ich gucke immer gerne auf die Sender, die vorgestellt werden. Es ist Dreisat Arte, Kabel 1, Dreisat Arte. Boah. Kulturseite 7, Leute 8. Geht's auch um Fußball. Den Schalker Aufsichtsrat Clemens Tönnies, Axel Hacke, Matthew McConaughey und Martin Scorsese. Scorsese, wahrscheinlich. Fußball Champions League. Okay. 10 ist anders Sport. 11 Wirtschaft, weiß ich nicht. 12 ist
Wirtschaft, Börse, Rohstoffbörse ist nicht dabei. So, Sportwetten bereiten der Stadt Probleme, da wird der Titel aufgegriffen. Unis und Fachhochschulen informieren, Forum Studien findet regelmäßig statt. Caritas und Co. kritisieren Sparpläne, naja. Ich meine, man muss nur mal die Gesichter gucken, da weiß man schon. Ich will mit so Menschen nichts zu tun haben. Hier. Dafür kriegt man viel zu viel mit. Gruppen starten 20. Naja. Okay. Nichts aus Social dabei. Dann wieder Kirche, nachdem man sich das Arschloch von der Caritas ansehen musste. Zentral. Demokratien sterben nicht, weil es steht wieder nur Scheiße. So, Industriemuseum, nichts aus Fischer dabei. Und dann geht Solinger Sport los, sogar der ist grün überschrieben. So, es ist keine schöne Zeitung. Ich mach die zu. Tschüss.